Liebe Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns so weit geführt hast in diese verrückten Zeiten. Ich danke dir, Herr, dass du alles in der Hand hast und dass wir lesen dürfen in deinem Wort in Daniel, dass du deinem Sohn das Reich und die Macht und die Herrlichkeit gegeben hast, auch wenn es vielleicht momentan nicht so aussieht. Aber wir wissen, dass das ein Reich ist, das kein Ende hat und dass deine Herrschaft ewig ist. Und wir haben die Verheißung, Herr, dass du, Michael, aufstehen wirst, um dein Volk zu retten. Und wir möchten dich bitten, dass wir uns bewusst sind, dass du derjenige bist, der der Herr dieser Welt ist, auch wenn alles um uns herum tummelt und tobt. Und der Fürst der Welt versucht, sein Reich zu behalten, was dir gehört. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diese Gewissheit leben, dass dein Reich schon jetzt da ist in unserem Herzen und dass wir für dein Reich kämpfen und auch dein Evangelium weitergeben für diejenigen, die noch gerettet werden können. Und so möchten wir dich jetzt auch bitten, dass du mit dem Geist in unserem Herzen kommst und dass wir auch dein Wort verstehen und auch dementsprechend danach handeln werden durch deine Kraft und deine Hilfe. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das uns ja alle angeht. Was bedeutet die Corona-Krise für uns? Und da möchten wir zur Einleitung das Wort lesen in Lukas 12. Lukas 12, Vers 54 bis 56. Lukas 12. 54 bis 56. Es sagte aber auch zu den Leuten: Wenn ihr eine Wolke vom Westen her aufgehen seht, dann sagt ihr sofort, es kommt Regen, und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß werden, und es geschieht so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie kommt es dann, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Ein Wort von Jesus. Er spricht hier sehr klar damals zu den Leuten, zu den Juden, zu den Schriftgelehrten oder wer es auch war und sagt, die Zeichen der Zeit könnt ihr beurteilen. Warum könnt ihr nicht die Zeichen beurteilen, die jetzt vor euch stehen? Und darüber möchten wir heute nachdenken. Was bedeutet die Corona-Krise für dich und für mich? Ja, wir haben es ja alle erlebt. Wie ein Tsunami kam diese Corona-Krise auf uns zu. Und ihr wisst ja, was ein Tsunami ist. Ein Erdbeben im Meer. Und wie sich da das angestaut hat und alle uns überschwemmt hat. Ganz plötzlich, was keiner je gedacht hat. Ja, wir wissen es, in China, in Wuhan hat diese Krise begonnen und die ging um die ganze Welt. Am Anfang haben auf einmal unsere Strukturen gewackelt. Wir sind ein Industrieland, alles perfekt und auf einmal wackeln sogar die Strukturen in einem so hochqualifizierten Land. Aber nicht nur das, es bricht zusammen Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport. Alles stürzt ein. Und da müssen wir jetzt ehrlich sein, so etwas gab es noch nie. Nie jemand hat so etwas erlebt, was wir eben diese letzte Zeit erlebt haben. Jetzt Entschuldigung, herzlichen Dank für euer Wissen. Dankeschön. Ja. Ja, also es ist da wirklich über uns so gekommen. Und bis heute spüren wir die Auswirkungen und wir werden sie noch tiefer spüren. Es ist nicht das Letzte, was alles auf uns zukommt. Wir wissen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Einschränkungen und vieles mehr. Und es ist ja interessant, wenn wir über diese Krise nachdenken, es kam nicht durch einen Anschlag oder durch Terrorismus
oder durch ein Erdbeben oder Orkane oder durch Proteste oder durch einen weltweiten Aufruhr, sondern durch was kam die Krise? Durch einen unsichtbaren Virus. Also alles hätten wir uns vielleicht vorgestellt, ne, für die Endzeit, was wir ja immer wieder sagen, aber ein Virus, den wir gar nicht sehen. So kam die Krise, also unwahrscheinlich. Ein kleiner, unsichtbarer Virus hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt, was niemand geahnt hätte. Ich glaube, keiner von uns hat das geahnt. Alles stand auf einmal still. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen, als ich hörte, 95% der Lufthansa-Flugzeuge steht am Boden. Wie war das? 95% still. Und wir haben ja es gemerkt, eine Stille ist in das Land gezogen, wie es noch nie war. Keine Flugzeuge, die Städte leer. Es war so wie gespenstisch, ganz unwahrscheinlich. Alles wurde heruntergefahren und jeder war beteiligt. Ob das vom Kind, vom Säugling bis zum alten Menschen, alle waren mit einbezogen. So war die ganze Sache. Und man verordnete eine Massenquarantäne. Also das Motto, lieber zu Hause bleiben, ne? Kennen wir alle, haben wir alle gehört. Ne? Das begann mit dem Versammlungsverbot, erst 500, dann 100 und dann 50 und dann aus. Dann darfst du dich überhaupt nicht mehr versammeln. Und das hat dann auch uns getroffen. Kirchen, keine Versammlung mehr. Schulschließung, Kindergärten sind geschlossen worden, Altersheime und vielleicht das Schrecklichste, was war, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Hospiz, Sterbebegleitung. Schreckliche Dinge haben sich da abgespielt. Ein Mensch steht vor dem Tod, ein alter Mensch, und du bist ein Verwandter und du darfst ihn nicht besuchen. Abgeschlossen, verrückt. Die Menschen haben gesagt, ja, in was für einer Welt leben wir? Das ist, ob Corona oder nicht, ich möchte doch Abschied nehmen von meinem alten Vater, von meiner Mutter, abgesperrt. Das ist unwahrscheinlich. Also man konnte es nicht verstehen, was da alles passiert ist. Und so können wir sehen, dass wir ja das, der eine oder andere wird ja seine Erfahrungen gemacht haben. Es war dann bei uns in Deutschland Kontaktsperre, 2 Personen nur. In anderen Ländern war überhaupt Ausgehverbot, Spanien und so weiter, Italien oder nur mit Verwandten zusammen und so weiter. Also völlig abgeschottet und wir ja, konnten das gar nicht erleben. Wir haben uns dann einmal getroffen mit unserer Familie in einem Park und auf einmal kamen da 2 VW-Busse in den Park reingefahren. Ganz abseits, der Park, der war nicht ja, so irgendwo. Auf einmal 2 Busse kommen rein und dann kommt ein, ja, eben dieses berühmte Ordnungsamt. Ne? Wir stehen da als Familie zusammen und der sagt, das dürfen Sie nicht. Ne? Stellt euch vor, wir dürfen nicht zusammenstehen. Gut, wir sind vielleicht 30 Zentimeter zu nahe gewesen, ne? Obwohl ja die eine Familie, 6 Leute, sind ja sowieso zusammen. Ja, und so und so. Und dann drohte er, normalerweise müsste ich 200 Euro für ihn verlangen, 1600 Euro. So, also ich habe gedacht, ja, wo sind wir denn? Wo sind wir gelandet? Also so schnell geht etwas. Und dann haben wir nachgedacht, im Park, Ordnungsamt, ja, das kann doch gar keiner wissen. Und dann haben wir gesehen, die besten Leute mit Handys, ja, Kinder mit Handys, haben wir das Ordnungsamt. Da sind Leute, die stehen zusammen, bitte kommen Sie her. Und die besten Spione sind immer deine Nachbarn oder deine Nächsten. Also da haben wir das so auch live miterlebt und gesehen, wie schnell etwas gehen kann, wie sich alles dreht. Ganz schnell. Also es ist unwahrscheinlich. Und da merken wir, es war schlimmer als in Kriegszeiten. Es war schlimmer. Denn im Krieg, da waren noch die Kirchen offen, da haben die Leute Trost gesucht, da konnten sie ihn auch geschlossen und da konntest du doch noch wohin gehen. Aber hier wurdest du völlig isoliert. Und ich glaube, das Schlimmste oder was wir so passiert haben, dass es so plötzlich kam, was ja keiner gerechnet hat, so plötzlich, das geschah in 2, 3 Wochen. Auf einmal alles weg. Und durch was ist es geschehen?
durch Gesetzgebung. Und wenn man so dieses ganze Geschehen durchdenkt, da habe ich gesagt, jetzt verstehe ich richtig Offenbarung 13. Also im Glauben, wir glauben ja, dass es so kommt, aber so eine zivilisierte Gesellschaft und so organisiert, wie soll das denn geschehen? Aber jetzt haben wir es erlebt, wie schnell durch Gesetzgebung du völlig in der Hand des Staates bist. Ganz schnell ist das passiert. Das war eigentlich erstaunlich. Auf der anderen Seite dann ist eine Panik geschürt worden, die unheimlich war. Wo das Interessante ist, ja, keiner wusste ja, wie gefährlich er ist, aber auf einmal sprach man von Hunderttausenden Toten in Deutschland. Wenn ihr euch nicht danach richtet, wenn ihr nicht zu Hause bleibt, wenn ihr euch nicht isoliert, da werden Hunderttausende sterben. Und das hat nicht ein einfacher Mann gesagt, sondern Minister und so weiter. Also eine Panik wurde geschürt, die Leute sind ganz verängstigt gewesen. Sagen, ja, was kommt auf uns? So und so sagen sie eben, lieber zu Hause bleiben, das ist das Beste. Das ist die Situation gewesen, die wir ja alle selbst erlebt haben. Und wenn wir so da nachdenken, und das Interessante ist ja, alles wurde auf Vermutung gemacht. Auch die Gesetze sind auf Vermutung gemacht worden. Die hatten ja überhaupt keine Belege, warum man das macht. Und der hat gefragt, ja, warum eigentlich? Aber es ist so, Punkt. Und dann habe ich gedacht, ja, was für eine Reaktion hat das jetzt für uns? Und da möchte ich euch jetzt ernstlich bitten, über vier Fragen nachzudenken. Die erste Frage, die wir wirklich verinnerlichen sollen und ehrlich beantworten sollen, jeder für uns, hat dich die Corona-Krise beunruhigt oder Angst gemacht? Das ist die erste Frage. Hat dich die Corona-Krise beunruhigt und Angst gemacht? Ich habe das schon in verschiedenen Gemeinden gefragt und haben etliche gesagt, ja, Angst. Ich weiß nicht, wie es euch ginge. Hat euch die Corona-Krise Angst gemacht? Zweite Frage. Glaubst du aufgrund der Corona-Krise, dass wir kurz vor der Wiederkunft Christi stehen? Ja. Die unterstreichen Corona-Krise kurz vor der Wiederkunft Christi stehen. Lass uns über diese Fragen nachdenken. Dritte Frage. Wurdest du innerlich so berührt, dass in dir der Entschluss entstand, dass sich in deinem Glaubensleben etwas ändern muss? Aus der katholischen Kirche austreten. Gut. Ja, also das ist jetzt auch eine ganz persönliche Frage. Bin ich innerlich berührt worden, dass ich sagen muss, in meinem Leben muss sich etwas ändern? Und die vierte Frage, hat dich diese Krise unberührt gelassen? Und lebst du so weiter wie bisher? Sag, ja, kommt und geht. Das sind vier Fragen, über die wir wirklich ernstlich nachdenken sollen. Denn wenn wir über diese Fragen nachdenken, es hat eine Konsequenz, es hat eine Auswirkung auf uns. Also erst einmal Angst, bin ich da ängstlich geworden? Oder glaube ich jetzt, Jesus steht vor der Tür, wie wir es gepredigt, wie wir es ja hören und predigen, oder was für einen Entschluss entstand in dir, dass du sagst, so wie jetzt kann mein Leben nicht weitergehen. Es muss in meinem Leben etwas geschehen. Und deshalb ist diese Frage heute so wichtig, was bedeutet die Corona-Krise für uns wirklich? Warnung oder Chance? Warnung oder Chance? Das ist die Frage. Und da möchten wir heute, es ist ja so komplex, dieses Thema, ich kann ja auf vieles nicht eingehen, was mich bewegt. Wir werden heute über zwei Fragen uns nur auseinandersetzen. Erste Frage, wo stehen wir jetzt? Und die zweite Frage, was sollen wir tun?
Das sind jetzt so zwei Kernfragen, weil das ist ja das, was uns ja dann berührt. Also die erste Frage, wo stehen wir jetzt wirklich? Und da können wir dankbar sein, dass wir Gottes Wort haben. Dass Gottes Wort uns Klarheit schenkt, wo stehen wir eigentlich in dem Zeitgeschehen? Wo stehen wir eigentlich? Wenn wir so nachdenken, wir haben ja immer wieder gehört in der Bibel, gelesen vielleicht, wo wir stehen. Und wir möchten, eine Schwester frug mich einmal, ja, wo steht denn so explizit in der Bibel über die Endzeit? Ihr sagt wohl Zeichen der Zeit, aber wo steht denn so explizit das? Wissen wir das? Kennen wir das? Dass wir sagen können, das steht schwarz auf weiß. Wir lesen jetzt drei Texte, die uns das ganz klar beantworten. Schlagen wir auf das Buch Daniel. Daniel, Kapitel 8, Vers 17. Daniel 8, Vers 17. Da haben wir den ersten Text, wo es keine Mutmaßung ist oder ein Gefühl oder was weiß ich, sondern hier steht ganz deutlich, und er trat nahe zu mir, ich erschrak, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sagte zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn diese Vision gehört in die Zeit des Endes. Ganz klar, ein Traum oder eine Vision, den Daniel bekommen hat, wo er vor wie vielen Jahren? Vor 2500 Jahren. Da wird ihm eine Vision gezeigt, er versteht das selbst nicht. Aber dann wird ihm gesagt von dem Engel, merke auf, denn diese Vision gehört in die Zeit des Endes. Erster Text, zweiter Text, Vers 19. Und er sagte, siehe, ich will dir zeigen, wie es zur Zeit des letzten Zorns gehen wird, denn das Ende hat seine festgesetzte Zeit. Auch wieder ganz eine klare Aussage. Und dritter Text, Vers 26, diese Vision vom Westen und vom Osten, die dir gezeigt wurde, ist wahr, aber du sollst diese Vision geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Ich habe der Schwester das gezeigt. Ach, tatsächlich, in der Bibel steht exakt drinnen etwas von der Endzeit. Sonst sind immer Mutmaßungen, ja, Zeichen der Zeit, ja, wie, was, wo. Hier finden wir etwas Konkretes, also keine Vermutung, sondern Fakten. Wenn wir mit den Leuten sprechen, sie wollen immer Fakten hören. Und das ist ein Fakt, dass wir in der Endzeit leben. Aber jetzt geht es weiter. Aha, es wird ihm gesagt, diese Vision, was für eine Vision ist es denn, was ihm gezeigt wird? Dass ihm gesagt wurde, das gehört in die Zeit des Endes. Was für eine Vision war das? Ja, Daniel 8, Vers 14, das kennen wir ja alle gut. Ne? Daniel 8, Vers 14, da steht hier, bis 2300 Abend und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum geweiht werden. Also, genau wenn diese Zeit um ist, wird das Heiligtum, und da beginnt die Endzeit. Das, ja, was bedeutet, das Ende hat seine ganz bestimmte Zeit. Und wenn wir diese Vision noch, was dann noch sehr interessant ist, wo wird ihm denn das erklärt? Es wird ihm nur gezeigt in die Endzeit. Und wo wird ihm dann diese Vision erklärt, genauer? Wo wird es ihm erklärt? Wir sind ja alle Bibelkenner. Ich glaube, wir kennen das. Wo wird das erklärt? Genau, wo? Daniel 9, ab Vers 24. Also, dass wir die Zusammenhänge kennen, dass wir sagen, nicht nur ja, Zeit des Endes, ja, um was geht's denn überhaupt? Und in Daniel 9 hast du eine wunderbare Erklärung. Und was wird da erklärt? Und das finde ich so fantastisch im Zusammenhang mit diesen 2300 Jahren. Da hast du den ganzen Erlösungsplan. Christus. Also nicht nur Endgeschehen, hab Angst, sondern in diesen 2300 Jahren ist die Erlösung eingebettet. Und um das geht es, dass wir wissen, diese Erlösung ist vorausgesagt und hat sich erfüllt. Denn wenn wir lesen Vers 24, ja, also er hat gebetet, er verstand es auch nicht und dann kam der Engel Gabriel und da sagt er, es ist göttliche Weisheit, was hier steht.
70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Visionen und Weissagungen werden versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. Haben wir das verstanden? 6 Punkte, die über die Erlösung sprechen. 6 Punkte. Und das sollten wir eigentlich, oder jeder Adventist aus dem FF kennen. Das ist die Grundlage der Erlösung und das ist eingebettet in der Prophezeiung für die Endzeit. Nur dann kann ich etwas überhaupt sagen und verstehen, wenn ich das verstanden habe. Und da merken wir in so einer kurzen Form so viel gesagt, 6 Punkte, dass ich sagen muss, das ist göttliche Weisheit. Ich will es nur ganz kurz zitieren, dass wir ein wenig das wieder in Erinnerung bekommen, wo es hier steht, also 70 Wochen sind über dein Volk und das ist die Zeitweissagung, kommt auch noch dazu, das wäre das 7. Aber ich möchte jetzt nur über das sprechen, was diese Vorhersage sagt, um was es in der Vorhersage geht. Und da steht hier, dann wird dem Übertreten gewährt werden. Den Übertreten gewährt werden oder andere Übersetzungen sagen, die Elberfelder Übersetzung sagt, der Frevel zum Abschluss gebracht. In dieser Zeit oder besonders in diesen 70 Wochen. Und was für ein Frevel soll zum Abschluss gebracht werden? Um was geht es denn da? Was war denn der Höhepunkt des Frevels? Ja, was war der Höhepunkt des Frevels? Die Verwerfung Jesu. Die Verwerfung Jesu. Als Jesus Gott, er wird Mensch, er erniedrigt sich, er begegnet den Menschen und sie lehnen ihn ab. Das ist der Höhepunkt des Frevels und da steht, der Frevel soll zum Abschluss kommen. Erste Verheißung oder Prophezeiung. Frevel zum Abschluss und das zeigt sich dann wie? Wie ist der Frevel zum Abschluss gekommen mit Jesus? Wie? Durch seine Kreuzigung. Durch seine Kreuzigung. Dann steht hier zweitens, Frevel zum Abschluss soll gebracht werden. Dann heißt es hier, und die Sünde abgetan. Ja, die Sünde abgetan. Jesus starb nicht wegen sich, sondern für uns. Er hat dieses wunderbare Opfer gebracht für uns. Die Sünde soll abgetan werden. Drittens, die Schuld versöhnt. Was heißt denn versöhnt? Die Schuld versöhnt, das ist ja eigentlich die Kernbotschaft der Bibel, wo Paulus dann sagt, geht zu den Leuten und sagt ihnen, lasset euch versöhnen mit Gott, lasst euch wiederherstellen. Ihr seid von Gott getrennt, ihr müsst wiederhergestellt werden, dass er in Harmonie mit Gott kommt. Also lasst euch versöhnen mit Gott. Was heißt denn das? Was heißt denn hier die Schuld abgetan? Was bedeutet das in dieser wunderbaren Prophezeiung? Die Schuld versöhnt. Und da können wir auch wieder sagen, durch was wurde diese Schuld versöhnt? Allein durch Jesus wurde wieder alles hergestellt. Wo Jesus gesagt hat, ja, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Brücke zu Gott. Es gibt keine andere Brücke zu Gott als Jesus. Er kam vom Himmel und er führt den Menschen wieder zum Himmel. Das ist die Versöhnung. Der Mensch wird wiederhergestellt. Und dann wird es noch weiter bekräftigt. Und die Schuld, abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht. Was ist denn das, die ewige Gerechtigkeit gebracht? Habt ihr da eine Idee? Nein, also wir merken, wir müssen eine gute Grundlage haben. Die ewige Gerechtigkeit gebracht. Wer hat sie gebracht? Jesus. Er allein war hundertprozentig gerecht und er hat an unserer Stelle gelitten. Aber in seinem Leben hat er die Gerechtigkeit gebracht. Da verstehen wir überhaupt etwas, was Gerechtigkeit ist. Wenn wir Jesus anschauen, weiß ich, was gerecht ist. Und das hat er in seinem Leben gezeigt. Die ewige Gerechtigkeit gebracht, wird hier gesagt. Und dann geht es noch weiter, die Vision. Die Visionen und Weissagungen werden versiegelt. Also all diese
Vorhersagen auf Jesus haben sich erfüllt. Ihr wisst ja noch, wie viele Vorhersagen über Jesus gibt es im Alten Testament. Wer weiß es? Wie viele Vorhersagen gibt es im Alten Testament, die sich alle erfüllt haben? 333. 333. Ne? Vorhersagen haben sich in Jesus erfüllt, alles erfüllt. Also das steht alles so kurz und knapp in dieser Prophezeiung. Die Visionen und Weissage werden versiegelt, also alles erfüllt. Und ein Allerheiligstes gesalbt werden. Auf was weist denn das hin? Ein Allerheiligstes gesalbt werden. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir da einen guten Grund haben. Allerheiligste gesalbt werden, was heißt denn das? Da wird darauf hingewiesen, auf den Heiligtumsdienst, den Jesus nach seiner Himmelfahrt angefangen hat. Und das heißt, wo er den Menschen, die ihn annahmen, mit Gott versöhnt hat. Das Allerheiligste wird hier gesagt. Und da ist hier dann eingeschlossen, das Allerheiligste hat ja zwei Dienste oder das Heiligtum überhaupt. Das Allerheiligste, es begann im Himmel, als Jesus seinen Dienst als Fürsprecher begann. Und der erste Teil endete 1844 und der zweite Teil ist heute. Also ganz kurz und knapp, der ganze Erlösungsplan finden wir in dieser Prophezeiung. Und da sagt, passt auf, wenn diese Zeit um ist, 1844, dann ist das Ende da. Endzeit. Also das muss uns einmal klar werden. Ja, vielleicht können wir uns das hier anschauen. Beginn der Endzeit. Beginn der Endzeit. Und wir haben jetzt gerade gelesen, aha, dieses Gesicht gehört in die Endzeit. Und da, wann beginnt die Endzeit oder wann begann die Endzeit? 1844, genau. 1844. Also das sollte uns bewusst sein. Da beginnt die Endzeit. Das ist eine, wir haben hier keine Vermutungen, sondern eine grundlegende oder einen Grund in unserem Glauben, der einzigartig ist. Zweitens, dann wollte ich erst fragen. Also was geschieht seit 1844? Untersuchungsgericht im Himmel. Gut, dann sagen die Leute, na ja gut, ihr sagt das, das versteht ihr so. Was ist denn seit 1844 auf der Erde geschehen? Also ich will euch das schon ein bisschen zum Nachdenken herausfordern, denn das, ja, ich sage nicht weiter. 1844, sagen wir, hat die Endzeit begonnen, im Himmel begann das Untersuchungsgericht. Okay, dann sagen die Leute, ja, im Himmel, das denkst du. Aber was ist denn auf der Erde geschehen, sichtbar? Wir wissen ja, die Bibel sagt, Himmel und Erde arbeiten sehr eng zusammen. Also das ist nicht abseits von, sind zweierlei Dinge, es sind nicht zweierlei Dinge. Was ist seit 1844 geschehen auf dieser Erde, dass wir sagen können, wir leben in der Endzeit? Habt ihr eine Idee? Also wir müssen doch gründlicher noch wieder die biblischen Wahrheiten studieren. Was geschah? Ich zeige es euch. Untersuchungsgericht im Himmel? Ja, richtig, aber wenn du das sagst, weiß das auch keiner. Ja, aber das geht ja nicht. Also, Untersuchungsgericht im Himmel, das ist klar. Und jetzt, was geschah weiter? Beginn der Endzeitgemeinde. Und Willem sagt der Offenbarung 10, studiert das, da ist die Adventgemeinde geboren worden auf dieser Erde. Beginn der Endzeit, also das geschah auf Erden. Da sehen wir hier, wie diese Verbindung ist zwischen Himmel und Erde. Beginn der Endzeitgemeinde. Das ist ganz wichtig, denn eine Handvoll Leute, weniger als wir, ja gut, ein bisschen mehr vielleicht, kamen zusammen und haben die Gemeinde gegründet, indem sie gebetet haben, Herr, zeig uns das. Und heute haben wir 22 Millionen. Ein Wunder Gottes. Können wir gar nicht, also da sehen wir, das ist von Gott geführt. Also Beginn der Endzeit, das geschah auf dieser Erde. Was geschah noch? Wieder zu früh gefragt. Wann?
Ja, was geschah dann noch auf dieser Erde? Auf dieser Erde, ja, was Verkündigung? Ja, nein, du musst dich zurückhalten. Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft auf dieser Erde. Also im Himmel begann der letzte Teil des Versöhnungsdienstes, auf dieser Erde begann die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Nur deshalb, weil die dreifache Engelsbotschaft verkündigt wurde, haben wir heute 22 Millionen Menschen, die das glauben. Und noch viele andere sind 30 oder 40 Millionen. Also das ist der Grund dafür. Sie haben studiert in der Bibel und haben gesagt, das ist die Botschaft. Und die Menschen haben das angenommen. Und was ist der Zweck der Endzeitbotschaft? Was ist das Ziel der Endzeitbotschaft? Ja, seid nicht furchtsam. Ihr könnt ruhig. Ja, auf die Wiederkunft vorzubereiten. Wir brauchen nicht ängstlich sein, wenn wir was Falsches sagen. Egal. Also Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Das war die Aufgabe, dass Gott eine Gemeinde herausgerufen hat aus der Welt, um dass sie die Menschen vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu. Was ist noch geschehen auf dieser Erde? Ja, ja, hast du gelesen, dreifache Engelsbotschaft. Ne? Aber das ist nicht erwähnt. Ja, das steht ja drinnen, dreifache. Ja, drin. Steht drinnen, klar, ich kann nicht alles anführen. Ja, 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 ja. Ich meine, man könnte jetzt die dreifache Engelsbotschaft durchgehen, wäre auch einmal gut, sie Satz für Satz durchzugehen, was das bedeutet. Also, Verkündigung der drei Engelsbotschaften. Was ist noch passiert auf dieser Erde? Nichts mehr? Ruhe. Was ist noch passiert? Wir wissen ja, dass... Was ist noch passiert? Ja. Vermehrung der weltweiten Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit global. Wenn wir jetzt Matthäus 24 lesen, Lukas 21, Markus 13, dann werden uns Zeichen der Zeit von Jesus genannt. Erdbeben, Hungersnöte, Krankheiten und so weiter. Und da wird jetzt gesagt, weltweit, und so ist auch schon ein Stichwort weltweit, Corona-Krise ist nicht lokal, sondern global. Über 180 Länder sind mit hineingezogen in diese Corona-Krise. Interessant. Also weltweite Zeichen der Zeit ist in verstärktem Maße geschehen. Also das sind die Dinge, die uns zeigen, wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Also, dass wir uns einmal bewusst machen, wo stehen wir jetzt? Wir können das überzeugt jedem Menschen sagen, wir leben in der Endzeit. Ja, wieso kannst du das sagen? Wir beruhen uns auf Fakten. Einmal die Prophezeiung in Daniel 8 und dann eben auch Offenbarung 14, Offenbarung 10, 12, 14 und so weiter. Das können wir frei und den Menschen sagen, wenn sie so ängstlich sind. Ja, wie geht's weiter? Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ganz klare Fakten haben wir hier. Okay, jetzt ein zweites besonderes Datum. Was ist denn das zweite besondere Datum? Habt ihr eine Idee? Ja. 1888? Ja, ja, genau. Das ist das. 1888, 44, 88. Ja, was ist denn da passiert? Das ist das. Und ich unterstreiche Beginn, nicht Ende, sondern Beginn. Beginn der Endzeit 1844. Wir leben heute in der Endzeit. Beginn des lauten Rufens, nicht das Ende. Also 1888, Beginn des lauten Rufes. Ja, was ist denn der laute Ruf? Habt ihr da eine Idee? Wir lesen das Wort in Offenbarung 18. Offenbarung 18, einen Vers lesen wir. Einen Vers lesen wir. Offenbarung 18, Vers 1 steht, danach sah ich einen anderen Engel von Himmel herabfahren, der hatte große Macht und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Wenn ihr die dreifache Engelsbotschaft liest, da lesen wir von den Engeln. Wie sind sie durch den Himmel geflogen? Durch den Himmel. Und von wo kommt hier der Engel?
Sie flogen mitten durch den Himmel, steht in Offenbarung 14, Vers 6, ne, oder 6 und 7. Ne? Mitten durch den Himmel sind sie geflogen. Ne? Und was steht hier? Von wo kommt da der Engel? Von oben. Das ist ein Unterschied. Also dann sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabfahren. Wenn ihr das vergleicht mit Offenbarung 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen. Und hier steht Offenbarung 18, danach sah ich einen anderen Engel fliegen, vom Himmel herabfahren. Und was für Zusammenhänge kennen wir da? Das sind ja so Basisaussagen, so Grundaussagen für uns als gläubige Adventisten. Das sollte eigentlich unser Punkt sein, dass wir das verstehen. Also durch den Himmel und von oben herab. Und er arbeitet natürlich mit den drei Engeln zusammen. Das ist die Verstärkung des dritten Engels, der laute Ruf. Und jetzt müssen wir wissen, was ist der laute Ruf? Sie ist gefallen. Wer kann sagen, genau was ist der laute Ruf? Du hast das schon vorher gesagt. Der laute Ruf ist die Botschaft Christus, unsere Gerechtigkeit. Warum ist das so bedeutend? Von 1844 bis 1888 haben die Adventisten sich so gefreut, dass sie die Sabbatwahrheit erkannt haben. Und die wurde so klar gepredigt, dass das fast über Christus stand. Das Gesetz, das Gesetz, das Gesetz. Und dann sagt der Geist der Weissagung, ihr habt so lange das Gesetz gepredigt, dass ihr so trocken geworden seid wie die Hügel von Gilboa. Immer nur das Gesetz, immer nur das Gesetz. Und Christus kam in den Hintergrund. Und deshalb diese Botschaft, Christus unsere Gerechtigkeit, das ist die schönste Botschaft gewesen. Schwester Weid erzählt dann 1889, 90, 91, 92, wurde diese Botschaft mit Kraft verkündigt und die Menschen sind erweckt worden. Sie haben Konferenzen abgehalten, Predigerversammlungen, 2 Monate. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur über diese Botschaft. Und sie sagte, ihr müsst immer predigen, Christus, Christus, Christus. Er ist unser Erlöser und nicht jemand anders. In ihn haben wir das Heil. Und das ist das Wichtige. Und Christus, unsere Gerechtigkeit, kurz zusammengefasst, was können wir sagen? Ich habe euch das einmal gezeigt, dass wir es in Erinnerung haben. Jetzt sind die 2 Jungs rausgelaufen. Schade. Und da kann ich euch das jetzt zeigen, wie das ausschaut. Was das ist. Ihr könnt euch vielleicht noch an den Schirm erinnern. Ja. Was bedeutet dieser Schirm? Wir stehen vor Gott als Sünder da und können nicht zu Gott kommen. Und deshalb kam Christus auf diese Erde und hat sein Leben hundertprozentig gelebt. Und diese Gerechtigkeit, die er gebracht hat durch sein Leben, die schenkt er uns. Und wenn ich die annehme, bin ich unterm Schirm. Und mich sieht Gott an durch diesen Schirm. Ich bin perfekt vor Gott. Wunderbar. Also, wenn ich unter dem Schirm bin, mir kann eigentlich nichts passieren. Das ist das. Und das bedeutet, in kurzen Worten gesagt, Christus unsere Gerechtigkeit. Er hat das Heil für mich erworben. In allen Dingen. Und nur wenn ich ihn habe, kann ich gerettet werden. Und da denke ich immer an dieses Beispiel, ihr könnt es nachlesen. Ich glaube, das ist die letzte Schrift der Adventisten für heute. Der Schächer am Kreuz. Lest einmal diesen Artikel, ein wunderbarer Artikel. Und da wird gesagt, der Schächer am Kreuz, was konnte er machen? Er hat seine beiden Hände angenagelt gehabt. Was konnte er machen? Er hat sein Herz hat gesagt, Herr, denk an mich. Und was sagt Jesus zu ihm? Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja, was hat er denn gemacht? Er hat an ihn geglaubt, er hat ihn angenommen, ist seine Gerechtigkeit und er ist gerettet. Er kann vor Gott bestehen. Das ist die Botschaft, Christus, unsere Gerechtigkeit. Und die ist verstärkt und 1888 verkündigt worden, die Folgenjahre, aber das ging dann wieder ein bisschen runter. Es ist dann nicht so stark und bis es nach Europa kam, hat es Jahrzehnte gedauert. Jahrzehnte, bis die Menschen verstanden haben, was diese Botschaft überhaupt bedeutet. Und so ist 1888 ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Endzeitsache. Ja, Christus unsere Gerechtigkeit,
Ja, dann haben wir das hier. Und von dieser Zeit an 1888 Verstärkung der Endzeitzeichen. Wir können das ganz leicht feststellen an den Fakten, was da passiert ist in Erfindungen und so. Ihr wisst ja, erst Anfang des 19. Jahrhunderts Flugzeuge erfunden, Autos und so weiter, die Technik rasend schnell. Ne? Und auch besonders auf sozialen und moralischen Bereich auch sehen wir, wie die Sache hinuntergegangen ist. Wenn wir vor 20 Jahren vom Moralischen sehen wir auch schon immer, es geht immer tiefer, es sinkt immer mehr, sozial und moralisch. Ne? Also das ist seit 1888 auch ein Meilenstein für die Endzeit. Und jetzt können wir dann noch das Dritte sehen und das, weil wir haben die Frage gestellt, wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Beginn der letzten Krise. Unbekannter Zeitpunkt. Das wissen wir nicht. Aber wenn wir gesagt haben, diese Krise, diese Corona-Krise, ist Chance oder Warnung? Unbekannter Zeitpunkt. Denn was wird da geschehen? Häufung von Naturkatastrophen. Also es wird noch schwerer sein, ja. Und das können wir sehen. Und Höhepunkt der Endzeitzeichen, das kann ich heute nicht eingehen. Und auf religiösem und wirtschaftlichem Gebiet wird vieles geschehen. Und da stehen wir kurz bevor. Kurz bevor. Also wir haben, was schreiben wir heute? 2020 sind wir. Wir wissen nicht, wann das jetzt beginnt. Das ist jetzt die Frage. Und wir wissen aber, dass sich die Naturkatastrophen häufen werden. So wie wir gesagt haben, so eine Zeit, wie wir heute hatten, haben wir noch nie. Und die Leute haben gedacht, naja, wenn die Sperrung vorbei ist, können wir wieder all das leben. Aber das ist nicht vorbei. Ich weiß es nicht, ob diese Corona-Krise in die letzte Krise geht. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Die letzte Krise. Und dann geschehen Dinge noch, die die Bibel sagt. Also es ist jetzt nicht so, Corona-Krise, jetzt ist das Ende da, sondern es ist eine Entwicklung. Es kommt noch eine Entwicklung. Und da leben wir heute. Und da heißt es, was ist jetzt wichtig? Und so möchte ich jetzt schnell zur zweiten Frage gehen. Und die zweite Frage heißt, was sollen wir jetzt tun? Was sollst du tun? Was soll ich tun? Das ist jetzt die zweite Kernfrage. Also die erste Frage, wo stehen wir? Wir stehen ja eben da irgendwo kurz vor der letzten Krise. Da stehen wir drinnen. Also die Corona-Krise kann vielleicht eine Einleitung sein. Ich weiß es nicht. Könnte eine sein. Und jetzt, was sollen wir tun? Die zweite Frage. Und da möchte ich das Wort aufschlagen im Psalm 9 und Psalm 91, ein ganz wichtiges Wort für uns, denn wir müssen uns jetzt fragen, ich weiß, wo ich jetzt stehe, was sollst du, was soll ich, was sollen wir jetzt tun? Und da steht hier Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Merkt ihr, was ist wieder wichtig? Der Schirm. Wer unter dem Schirm? Unter Christus. Christus, unsere Gerechtigkeit. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt? Also ich habe Jesus angenommen, jetzt bin ich unter Jesus, unter seinem Schutz. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt? Das ist jetzt wichtig. Wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir unter dem Schutz Gottes, unter dem Schutz Jesu. Und wenn wir jetzt dranbleiben, dann können wir froh unseren Weg gehen. Hier steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und zweitens unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Also bleibt drunter. Das ist die zweite Botschaft. Also nicht nur, dass ich Jesus einmal angenommen habe und dann ist alles gut, sondern ich muss drunter bleiben. Was nützt mir der Schirm, wenn jetzt die Hitze kommt? Also wenn ich keinen Schirm habe oder der Regen oder die Kälte oder irgendetwas oder ja, also sinnbildlich gesagt. Ich brauche den Schirm wann?
Immer. Das ist der Punkt. Ich brauche den Schirm nicht nur am Anfang meines Glaubenslebens, sondern ich brauche ihn jetzt. Und das ist jetzt unter dem Schirm des Höchsten bleibt. Das heißt, also einmal heißt der Schirm Christus unsere Gerechtigkeit. Und wenn ich bleibe, das ist die Heiligung. Da wachse ich. Aber in diesem Wachstum gehe ich nicht vom Schirm weg. Und das machen einige. Die sagen so, Jesus ist mein Erlöser, so jetzt muss ich schauen, dass ich selig werde und jetzt kommt die Heiligung. Und gehen ohne Schirm. Ich muss unter dem Schirm bleiben, auch in der Phase, in dem Prozess der Heiligung. Immer, immer brauche ich den. Wir sind jeden Tag auf das Blut Jesu angewiesen. Wir sind jeden Tag, ist es notwendig, dieses versöhnende Blut zu haben. Nur dann kann ich bestehen. Das steht hier ganz klar. Also unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Das ist das Zweite. Und jetzt kommt das Dritte. Was steht denn hier weiter in dem Psalm? Hier steht jetzt, wer darunter bleibt, der sagt zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Das ist jetzt die gute Nachricht. Das ist die wunderbare Nachricht. Welche Krisenzeiten auch kommen, wenn ich unter dem Schirm bin, dann kann ich sagen, Herr, du bist meine Zuversicht, du bist meine Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Also das heißt doch im Klartext, wenn ich unter dem Schirm sitzen bleibe oder bei Jesus bleibe, heißt das, dann kann ich sagen, er ist meine Zuversicht in guten und in schlechten Tagen. Und es ist interessant, hier steht auch in dem Psalm, Vers 6, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag wütet. Ja, ne? Ja, alles, ja, alles, wenn Seuchen da sind. Ich stehe unter dem Schutz Gottes, das ist die große Botschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, was sollen wir jetzt tun? Jesus dein Leben übergeben, Jesus annehmen und bei ihm bleiben. Und dann das Dritte ist, du wirst die Erfahrung machen. Die Erfahrung, Jesus ist mein Schutz. Das ist so wichtig. Und ich finde den Text so schön in Jesaja 25, Vers 4. Jesaja 25, Vers 4, da wird uns das gesagt, was ich erleben werde. Jesaja 25, Vers 4, da heißt es hier folgendermaßen, 25, 4, denn du bist die Stärke der Geringen, die Stärke der Armen in der Not, eine Zuflucht vor dem Unwetter, ein Schatten vor der Hitze, denn das Toben der Tyrannen ist wie ein Unwetter gegen eine Wand. Also was wirst du erleben? Stärke. Stärke der Geringen, Stärke der Armen, Stärke in der Not, Zuflucht vor dem Unwetter, also vor Schwierigkeiten und so weiter. Das ist dann die Erfahrung. Also wenn ich unter dem Schirm bleibe, ist das Dritte, ich erlebe Gottes Führung, ich erlebe Gottes Schutz. Das ist die gute Nachricht und die große Botschaft und da haben wir ja viele, viele Dinge. Dann sagt das Wort im Psalm 18, Vers 9, da wird uns auch dieses Bild so schön gesagt, Psalm 18, Vers 9. Da heißt es hier, Psalm 8, nicht 9, 18, 2 und 3. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Zufluchtsort, auf den ich vertraue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Merkt ihr, was da steht? Da steht nicht, Gott ist unser Schutz und Erretter, er ist unser Schutz, sondern es steht das persönliche Fürwort mein. Mein Erretter, mein Schutz, mein Gott, meine Stärke, mein Zufluchtsort, das ist wichtig. Da merkt ihr, was ist damit verbunden? Eine persönliche Beziehung. Eine persönliche Beziehung.
Das ist das Entscheidende, auf den ich vertraue, mein Schild und Horn meines Heils. Also das ist die Erfahrung, die ich machen werde, wenn ich beim Herrn bleibe. Die Krisenzeit kann die ganze Welt erschüttern, aber wenn wir unter dem Schirm bleiben, dann erleben wir den Schutz und die Führung Gottes. Und das ist in dieser Zeit so wichtig, dass wir ganz ruhig sein können. Und im Psalm 91 steht dann noch, und er ist mein Gott, mein persönlicher Gott. Es kann nichts Größeres gesagt werden, wenn wir an die Zeichen der Zeit denken. Jesus hat ja sehr klar gesagt in Matthäus 24, aber auf was hat er die Betonung gelegt? Auf was hat er den Hauptakzent gelegt, als er über die Zeichen der Zeit sprach? Was hat er da als Wichtiges hingestellt? Er spricht über Seuchen und über Krankheiten und über Erdbeben und all diese Dinge. Aber was hat er dann als Zusammenfassung gesagt, wenn wir das alles sehen? Was sagt er dann? Lesen wir mal dieses Wort. Und das ist das, was wir in unserer Zeit brauchen, bitte. Das ist das, was wir heute in unserer Zeit brauchen. Und da möchten wir darauf nachdenken. Matthäus 24, er spricht viel und dann sagt er in Vers 42, darum wacht. Denn der Herr, denn ihr wisset nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Also Jesus ruft uns auf zur Wachsamkeit und dann auch in Lukas 21, er sagt, und auch in Markus, wacht und betet. Wachsam sein und beten. Was ist denn das Gegenteil von wachsam? Schlafen. Ne? Also wir schlafen, ne? Geistlicher Schlaf. Und jetzt aufwachen, aufwachen. Die Corona-Krise ist so eine Warnung. Wach auf in deinem geistlichen Leben. Willst du so weiter das Leben führen? Oder willst du sagen, jetzt muss ich in meinem Leben etwas ändern? Aufwachen, bitte aufwachen, liebe Leute. Das ist wichtig, nicht weiter schlafen. Wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Das heißt, Jesus will uns sagen, sei, und er sagt dann auch in Lukas 21, sei bereit. Sei bereit. Ja? Und jetzt lesen wir das ganz kurz. Lukas 21, bereit sein. Und ja, lesen wir das ganz kurz. Lukas 21, da sagt Jesus hier, so deutlich, und das sollten wir uns fest in unser Herz schreiben, da sagt hier Jesus, da in Vers 36, darum seid nun alle Zeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, allem dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn stehen. Ja, und dann sagt er, ich glaube, steht es doch in Matthäus 24, sei auch bereit, bereit zu sein. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, in Vers 44, Matthäus 24, Vers 44, denn darum seid ihr auch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Und jetzt möchte ich euch die Frage stellen, was heißt denn das bereit sein? Also einmal wachen, nicht schlafen geistlich, studiert die Bibel. Was heißt denn bereit sein im geistlichen Leben? Mit Jesus leben. Jesus hat nach diesen Zeichen der Zeit uns mehrere Gleichnisse gegeben. Wenn ihr dann weiterliest nach Matthäus 24, kommt Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Was für ein Gleichnis kommt da? Das Gleichnis, das wir alle kennen, von den 10 Jungfrauen. Und vielleicht können wir das jetzt gemeinsam herausfinden. Was ist da der entscheidende Punkt im Gleichnis von den 10 Jungfrauen? Wir müssen ihnen entgegengehen. Ja, was ist der entscheidende Punkt? Wir haben es jetzt nicht durchgenommen, dieses Gleichnis, aber ich setze voraus, wir kennen das von den 10 Jungfrauen. Wie viele haben geschlafen? Alle 10. Wollte ich schon sagen. Alle 10 haben geschlafen. Also die ganze Gemeinde hat geschlafen. Und dann wurden sie aufgeweckt. Und dann sind sie dem Herrn entgegengekommen. Aber was war jetzt der entscheidende Punkt? Bitte? Heilige Geist, ja. Jetzt ganz praktisch, was war das
Das Entscheidende. Sie sind aufgewacht, schnell die Lampen, der Herr ist da. Wir haben ja nicht gedacht, dass du jetzt schon kommst, also auch wieder plötzlich. Und dann haben fünf nur gemerkt, dass sie bereit sind. Und was war jetzt in diesem Gleichnis, ist ein Wort, das schwerste Wort. Das schwerste Wort, was wir finden. Und da sagt Jesus, das ist der Punkt. Matthäus 25, Vers 12. Matthäus 25, Vers 12. Er antwortete aber, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Die anderen fünf Jungfrauen sind gerannt und haben angeklopft. Sie sind schnell zu den Krämern gegangen. Öl, Öl, ah, jetzt sind wir da. Bitte, bitte, mach auf. Und was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Was sagt uns das? Denn Jesus spricht ja in diesem Gleichnis, sei bereit. Was heißt bereit zu sein? Nach diesem Wort, wo Jesus sagt, ja, was wollt ihr? Ich kenne euch gar nicht. Ich kenne euch nicht. Das schwerste Wort, was ein Mensch hören muss. Und was setzt das voraus? Was ist das Entscheidende, wenn wir Jesus mit Freude begegnen können? Ja, Jesus persönlich zu kennen. Also es nützt nichts, wenn du getauft bist und wenn du in die Gemeinde gehst und wenn du in den Gottesdienst gehst und das tust und Jesus nicht kennst. Dass es nur eine Form ist. Ja, wir müssen zum Gottesdienst, schön, jetzt können wir wieder Gottesdienst feiern. Aber es nützt nichts, wenn ich persönlich Jesus nicht kenne. Ich kenne euch nicht. Denn zu wem hat er das gesagt? Zu keinen Ungläubigen. Der hat es zu Menschen gesagt, die auf Jesus gewartet haben. Also mit anderen Worten, er sagt es zu seiner Gemeinde, zu uns selber. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, kennst du Jesus? Auf das kommt es. Kennst du Jesus im Alltag, dass du sagst, das ist mein Freund, ich lebe mit Jesus. Das Schönste ist für mich Jesus. Das Schönste ist, wenn ich Gemeinschaft mit Jesus habe. Ich brauche ihn, das ist mein Lebenselixier. Mit ihm kann ich leben, dick und dünn. Ach, ich weiß, wenn ich Sorgen habe, ich lege alles auf ihn. Dann bin ich ruhig und kann einschlafen. Und ich weiß, er hat es in seiner Hand. Kennst du Jesus? Das ist wahre Vorbereitung. Auf das kommt es eigentlich an in dieser letzten Zeit. Kennst du Jesus? Dann brauchen wir gar nicht so uns ängstlich fühlen, dass das und das kommt. Für uns, ich sage es jetzt von meiner Seite, für uns als Prediger, dass wir heute diese Zeit erleben, wir haben das 40 Jahre oder noch länger gepredigt, dass ich sage, tatsächlich darf ich sogar das erleben. Jetzt sehe ich, was ich gepredigt habe mein Leben lang, wie sich das erfüllt vor meinen Augen, wo keiner sich das vorstellen konnte, dass du so abgeschottet bist oder dass mit Masken die Leute in den Gottesdienst gehen, da haben wir gesagt, das ist irre. Wenn ich vor einem halben Jahr jemandem das erzählt hätte, hätten sie gesagt, na, du träumst ein bisschen, Bruder. Also das ist nicht so ganz gut, was du uns da alles erzählst. Wenn ich diese Situation erzählt hätte, die wir heute haben, dann hätte mir das keiner geglaubt. Jetzt erleben wir es. Und wenn du das so lange predigst und sagst, ja, jetzt ist die Zeit da. Und es wird sich vieles noch ändern. Nicht? Wir sehen, wie die Wirtschaft zusammenbricht. Und was alles hinter den Kulissen geschieht, das wissen wir oft gar nicht. Aber die Prophezeiung offenbart uns Dinge, wo wir sehen, denn es hat alles eine Entwicklung. Das ist heute da. Und da kannst du sagen, wenn ihr das alles seht, sagt Jesus, dann erhebt eure Häupter. Warum? Denn eure Erlösung naht sich. Das ist die Botschaft und das ist die Hoffnungsbotschaft. Und deshalb ist die wichtigste Frage, kenne ich Jesus, liebe Geschwister? Und ich lese euch da ein schönes Wort zum Schluss vor, was so wichtig für uns ist. Ein kleines Zeugnis hier, da heißt es hier, begebt euch ganz in Jesu Hände. Nicht nur so nebenbei, sondern begib dich ganz in Jesu Hände. Denke über seine große Liebe nach. Und während ihr über seine Selbstverleugnung nachsinnt, sein großes Opfer für uns, durch das wir an ihn glauben sollen, wird, und das ist jetzt die Erfahrung, und die kann jeder von uns machen, wenn wir das tun. Ich gebe euch dann eine Empfehlung, was ihr tun könnt. Wenn wir das tun,
durch das wir an ihn glauben sollen, wird euer Herz mit drei Dingen, mit heiliger Freude, tiefen Frieden und unbeschreiblicher Liebe erfüllt. Freude, Friede, Liebe. Nicht Angst. Hast du in deinem Herzen Freude? Hast du in deinem Herzen Friede? Und hast du Liebe? Das sind die drei Dinge. Das wirst du erleben. Und wenn du das erlebst, dann kannst du sagen, ich bin unter den Schirmen. Ich bin unter den Schirmen. Ich gehe froh den Weg, was jetzt auch noch kommen wird. Es werden vielleicht noch andere Zeiten kommen. Die Zeiten, was wir heute haben, haben wir uns ja alle nicht vorstellen können, dass wir da uns beim Gottesdienst anmelden müssen und lauter so Geschichten. Das ist ja unmöglich. Wir wollen ja die Leute einladen und jetzt sagen, nein, du kannst nicht kommen. Ja, wo sind wir denn? Also ihr merkt, alles ist auf den Kopf gestellt worden. Und da merken wir, wie wichtig es ist. Und dass wir das erleben, liebe Geschwister. Ja, lese ich einen Text und dann gebe ich euch einige Empfehlungen. Jeremia 31,3, ein Text zum Anstreichen. Vielleicht hat der eine oder andere diesen sogar als Tauftext bekommen. Es ist ein so schöner Text. Jeremia 31, Vers 3. Und da steht, der Herr ist mir erschienen von fern. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wunderbar. Ne? Ist das dein Tauftext? Wunderbar. Sehr schön. Ja, wusste gar nicht mehr. Das ist doch etwas Schönes. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott liebt uns so sehr, dass er für uns das Beste möchte. Auch in dieser Zeit. Und das Wichtigste ist, dass wir da bei ihm bleiben. Und deshalb, es ist ein Herzensanliegen von mir an euch. Ihr könnt es machen, ihr könnt es auch nicht machen. Das ist eure Entscheidung. Ich empfehle euch Folgendes. Jetzt die kommende Zeit. Überdenkt, ich gebe einige Texte an, einige Bibeltexte. Studiert einmal durch. Wir haben ja jetzt lange Sabbate, helle Sabbate. Bibeltexte wie Matthäus 24, Matthäus 25, die ganzen wunderbaren Gleichnisse, dass wir bereit sind. Markus 13, Lukas 21. Studiert das durch. Zweitens, den großen Kampf. Das ist heute ein Buch aktueller denn je. Weil wir sehen, ich habe früher immer den großen Kampf gelesen und dann habe ich gesehen, oh, das hat sich erfüllt. Und da habe ich daneben geschrieben, schon erfüllt. Aber heute kann ich noch viel mehr dazu schreiben. Ihr könnt heute den großen Kampf lesen, vielleicht sogar heute Nachmittag. Der letzte Teil heißt ja im großen Kampf Überwindung und Endsieg der Gottgetreuen. Und da könnt ihr besonders lesen, Kapitel 25, einmal, Gottes Gesetz ist unveränderlich. Kapitel 34, der Spiritismus. Kapitel 35, Bestrebungen des Papsttums. Kapitel 36, der kommende Kampf. Kapitel 37, die Bibel, unsere Schutzwehr und so weiter. Studiert das zusammen, spricht zusammen, diskutiert zusammen, überlegt zusammen. Das wird ein Segen sein. Wenn man vielleicht nicht so zusammenkommen kann, dann kann man es in kleine Gruppen und darüber sprechen. Dann das Leben Jesu, Kapitel, ich habe mir aufgeschrieben, Kapitel 73 bis 79. Kapitel 73, euer Herz erschrecke nicht. Ein Balsam für die Seele. Kapitel 74, Gethsemane. Und bis 79, es ist vollbracht. Wenn wir so diese Kapitel durchlesen, dann wirst du merken, du tauchst in eine andere Welt hinein. Und ihr könnt, und ich stelle mir so vor, dass da so Gruppen entstehen und gerade Sabbatnachmittag, ne? Wenn die Leute Sabbatnachmittag zusammenkommen, was wird da gemacht? Ne? Wisst ihr selber. Wie schön ist es, dass man sagt, kommt, lasst uns doch ein Kapitel einmal lesen und sprechen wir darüber. Denken wir darüber nach, was ist wichtig zur Vorbereitung. Denkt das durch, sprecht darüber und dann werden wir im Glauben gestärkt, an das wir sagen, ängstlich die Corona-Krise, oh, was kommt noch? Studiert die Bibel und dann merkt ihr tatsächlich, jetzt ist die Zeit. Denn Jesus sagt, bereit sein. Und wir können zu diesem Bereitsein für uns sagen, stets bereit. Das heißt,
als die Adventisten 1844 auf die Wiederkunft Jesu gewartet haben. Da haben sie gesagt, wir sind zu Bett gegangen, wir haben unsere Sünden bekannt, wir haben uns auf das Blut Jesu gestützt und so sind wir ins Bett gegangen. Denn wenn Jesus kommt, dass wir ja bereit sind. So haben sie das gemacht und so können wir das heute auch tun. Dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir mit Gott versöhnt sind, mit dem Nächsten versöhnt sind und so können wir ruhig schlafen und stets bereit sein. Also bei Jesus bleiben und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben, bleibet in mir und ich in euch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist die Verbindung, die wir heute mehr denn je brauchen. Und deshalb, wenn wir über die Fragen nachgedacht haben, dass du nachdenkst, hat mich das innerlich berührt, diese Corona-Krise, und habe ich mir einen Vorsatz gefasst, in meinem Glaubensleben muss ich jetzt etwas ändern. Stille Zeit, dass es sich pflege. Ich weiß, wovon ich rede, was stille Zeit bedeutet. Manche haben einen Kampf, und manche lassen sie fallen, haben sie dann gar nicht. Und so gehen sie in den Tag hinein und ich kann dir garantieren, die stille Zeit, die du am Morgen versäumst, die kommt schwer. Das hast du immer zu tun und dann ist schon wieder Abend. Also, dass wir da verstärkt sagen, nein, ich muss mir Zeit für Gott reservieren. Jeden Tag. Ja, und das, der zweite Punkt, wo du im Glauben wachsen kannst, ist einmal die persönliche Andacht, stille Zeit. Und zweitens, wisst ihr, was das zweite ist, wo wir im Glauben wachsen können? Der Sabbat. Der Sabbat. Denn dieser Tag ist von Gott gesegnet. Aber richtig den Sabbat halten. Das ist jetzt wichtig. Den Sabbat, der ist ausgezeichnet von Gott, wo Gott sagt, ich möchte euch einen Segen geben. Hast du den Sabbatsegen schon erlebt? Nicht vorhin hat Zoran gesagt, wir haben auf die Uhr geschaut, dass wir uns wieder einen Film anschauen können. Da wurde das nicht verstanden. Da wurde das überhaupt nicht verstanden. Sabbat feiern bedeutet, wie jetzt die langen, lichten Tage, dass wir sagen, wir wollen am Abend sagen, dieser Sabbat war ein gesegneter Sabbat. Da bin ich gestärkt worden. Ja, durch was werde ich gestärkt? Weil wir ja da mehr Zeit haben, uns mit dem Wort zu beschäftigen. Weil wir da mehr Zeit haben, geistliche Gespräche zu führen. Da ist die Zeit. Und da werden wir den Segen erleben, wenn wir uns Zeit für Gott nehmen. Das ist es. Und so, was bedeutet für dich und für mich die Corona-Krise? Wirklich eine Warnung und eine Chance. Beides. Eine Warnung, dass wir sagen, ja, das sollte uns aufwachen lassen. Und eine Chance, dass ich sage, jetzt geht es andersrum. Jetzt werde ich das anders tun. Angefangen von der stillen Zeit bis zur Sabbatheiligung, dass wir das praktizieren. Und dann wird unser Leben geistlicher werden. Und dann werden wir uns freuen, wirklich dieses Wort zu verstehen und noch näher zu Jesus kommen. Und wenn wir näher zu Jesus kommen, dann werden wir Jesus noch mehr lieben und sagen, Herr Jesus, komme bald. Amen. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen. Dass du uns durch dein Wort zeigst, was gerade diese Krise in unserer Zeit bedeutet, beziehungsweise was es für uns sein kann, für unser Glaubensleben. Wir sehen hier, dass du so gnädig zu uns bist und dass du uns wirklich zeigst, was für Nöte wir haben, wo wir hingehen können und dass wir eine tiefere Gemeinschaft mit dir haben. Und so belebe du uns alle durch deinen Heiligen Geist. Wir brauchen so sehr deine Gemeinschaft, wir brauchen so sehr deinen Umgang mit dir Tag für Tag. Und danke, dass wir jetzt auch die Gelegenheit hatten, in einer geringeren Zahl am Sabbat zusammenzukommen, um dich zu preisen, um dich zu loben, um aus deinem Wort zu lernen. Und hilf, dass wir auch eine Nutzanwendung daraus ziehen, dass es in unserem Leben anders werden kann. Du bist da, du willst uns zu dir ziehen aus lauter Liebe. Du bist unser Schutz und unser Schirm. Und hilf, dass wir bei dir bleiben, unter diesem Schirm, und dass wir dann
froh den Weg gehen können und andere Menschen auch ermutigen, unter diesen Schirm zu kommen. Danke für deine Liebe und für deine Gnade, die wir jeden Tag neu erleben. Und so segne jeden von uns, wo du ihn hingestellt hast, und lass uns erleben, auch heute am Sabbatnachmittag, einen besonderen Segen, den Sabbatsegen, und dass wir so näher zu dir kommen. Danke für deine Liebe und Gnade, und lass uns auch jetzt versöhnt sein durch dein heiliges Blut. Wir bitten und danken es in den wunderbaren Namen Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.